Hallo und ich bin der Samtex Wookie und ich spiele das neue Destiny auf der Xbox 360. Ich habe es für die One auch. Auf der One schaut es noch ein bisschen besser aus, aber auf der 360 ist es schon nicht schlecht. Also das Bild auf der One, das ist schon brutal. Das Game ist so ähnlich wie Borderlands und das ist die Anfangsmission Durchbruch. Und die Grafik ist schon brutal. Also das Game ist richtig gut, glaube ich. Wie gesagt, ich fange gerade erst an. Du fängst an und musst, der Kollege hier, der hat dich erweckt. Und du musst eigentlich in der ersten Mission das machen, in den ersten zwei Missionen das machen, was er sagt. Dann lernst du die Steuerung von dem Game kennen, die Fähigkeiten, was du machen kannst und so weiter. Und ja, wie gesagt, es ist wie Borderlands. Das heißt, du levelst deinen Charakter auf und fängst bei 1 an und dann läuft unten der Balken mit, wenn du Gegner tötest. Das sehen wir gleich, wenn ich die erste Waffe kriege. Und ja, wenn du Gegner tötest, die was stärker sind wie du, das heißt, wie gesagt, wie bei Borderlands, da kannst du auch, wenn du, weiß nicht, Level 10 bist, 11, 12 oder 50, was auch immer, dann sind die Gegner eigentlich meistens immer höher gewesen. Die waren immer zwei, drei Ränge über dir, dass du es ein bisschen schwieriger hast von der Schwierigkeitsstufe her. So ähnlich ist es hier auch. Das heißt, du bist Level 1, dann sind die auch 1, aber immer ein Stückchen weiter. Und zum Anfang ist es noch leicht. Aber später wird das so sein. Dann macht die Schwierigkeitsstufe, macht den Gegner aus. Umso höher du bist, umso höher sind die Gegner. Das heißt, du findest dann aber auch schwierigkeitsbezogene Waffen. Das heißt, wenn du kannst das gleiche Sturmgewehr aufrüsten auf Level 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Oder andere Waffen finden. Das kommt aber später. Und ja, jetzt geht es erstmal darum, da wegzukommen. Und die Steuerung kennenzulernen. Deswegen schreibt er dir auch alles hin, was du machen musst. Ja, da kommen sie. Und wie ihr seht, bei jedem Killen vom Gegner läuft unten der Balken mit, wo dran steht 1, 1 plus und so weiter. Das durch jedes Killen von dem Gegner oder später abschließen von Herausforderungen oder Missionen kriegst du hier Punkte für und steigst dann auf, umso mehr Fähigkeiten kriegst du, kannst du Fähigkeitspunkte einsetzen. Und kommt darauf an, welchen Charakter du gewählt hast. Am Anfang waren drei Charaktere zum Auswahlen. Ich habe den mittleren genommen, den mit den Waffenfertigkeiten. Ich dachte mir, ja, schießen ist nicht schlecht. Und dass es dann ein bisschen leichter wird. Das ist das Beutedepot. Das wird so ähnlich sein wie bei Borderlands, der Crazy Earl später mit dem Iridium, wo man einkaufen kann und Sachen verbessern kann. Das kommt aber alles später. Jetzt habe ich die Sniper gekriegt, wo du die Waffe wechseln kannst mit Y. Und ja, die ist richtig gut. Die werde ich mir später auch zulegen. Nur schade, dass man dafür das erste Stück wenig Munition findet, aber schaut, die ist nicht schlecht. Gut, die sind, es ist zwar jetzt erst Level 1, aber deswegen hat das, wie gesagt, eigentlich nichts zum Sagen, weil wenn du erst Level 1 bist und die Gegner sind einen Ticken höher, ist die Waffe auch vom Schaden her weniger. Das kommt alles erst nachher. Aber trotzdem schaut es brutal gut aus. Ich freue mich schon später drauf, das mal mit Freunden zu zocken. Also das ist bestimmt nicht schlecht. Naja, komm, zeig dich. Wie gesagt, ich habe es auch auf der One. Ich habe die Xbox 360 und die One. Deswegen, ich kaufe mir das Game auch zweimal. Ich bin eigentlich ich spiele auf Erfolge eigentlich, obwohl es eigentlich gar nichts bringt, aber
Wenn du zwei Games hast, kannst du auch zweimal Erfolge machen, weil das zwei unterschiedliche Konsolen sind. Das eine Game ist Blu-ray und Xbox Standard, Xbox 360 ist halt das Standard. Wobei ich aber immer noch die 360 lieber spiele wie die One. Die One habe ich eigentlich bloß um ja Punkte zu machen, aber meine ganzen Freunde sind auf der 360. Und ja, die Steuerung von der One ist auch noch so eine Sache. Ja, aber trotzdem ist das Spiel ja gar nicht schlecht. Also ich finde es brutal gut. Und wie gesagt, das ist erst der Anfang. Der Durchbruch heißt das. Und mal schauen, wie es nachher wird. Also man sieht doch schon am ersten Eindruck vom Spiel, wenn du ein Spiel anfängst und zockst ein bisschen an, wie es ausschaut, wie die Steuerung ist, das siehst du doch schon. Also mir geht es so, ob es mir was taugt, ob es gefällt oder... Und das schaut nicht schlecht aus. Ja, jetzt ist der erste Durchbruch ist gleich fertig. Also der Durchbruch, die Mission ist gleich fertig. Und ja, jetzt geht es dann nachher gleich weiter. Das Video folgt. Wünsche euch noch viel Spaß. Schaut rein, würde mich freuen. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Man sieht sich. Ciao, euer Wookie.